Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück mit einer neuen Coloring Book Collection und wir sind bereits beim 28. Teil und ich habe heute wieder 16 wunderschöne Malbücher für euch. Sie sind alle noch unberührt, aber ich möchte sie euch unbedingt zeigen. Oh, hallo Pelli. Ja, das ist Pelli, mein kleiner Schatz. Möchte gerade ein bisschen Schmuseanheiten haben. Das müssen wir aber auf später vertagen. Lass mich mal einmal hier das Video drehen, Schatz. Okay, anfangen möchte ich mit einem neuen kleinen Postkartenbuch von Miki Takai. Colors Make You Happy. Das ist das zweite Postkartenbuch aus dieser Reihe. Und ja, es ist einfach nur super, super niedlich. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Seiten. Hier findet ihr schon ein paar kolorierte Exemplare, einfach so, um euch Anregungen zu holen, Tipps und Tricks, wie das so üblich ist. Und ihr findet die Postkarten immer einmal in der kolorierten Variante und einmal in der Blanko-Variante zum selber kreativ werden. Genau. Hier. Süße kleine Füchse. Also es ist ja so typisch typisch Miki Takai. Super extremst niedlich. Mäuse sind einfach nur unfassbar niedlich. Es ist auch und Igel und Meerschweinchen. Ein Träumchen. Pinguine, genau. Mal die Rückseite. So, als nächstes habe ich auch einen neuen Schatz und zwar ist es Succulent Dragons von Stephanie Law. Und dieses Malbuch ist wunderschön. Es dreht sich vor allen Dingen um Drachen, wie der Titel auch schon sagt. Die Seiten sind sehr detailliert teilweise, sehr feinteilig. Man findet hier auf der linken Seite immer so einen kleinen Ausschnitt, sage ich jetzt mal. Und auf der rechten Seite ist das eigentliche Motiv. Und ja, das Papier ist richtig weiß. Es ist richtig schön dick auch. Aber wie gesagt, die Linienführung ist teilweise relativ sketchy. Man muss ziemlich gucken, wo was endet und wo was beginnt, aber ich finde es richtig schön. Ich finde auch die Herausforderung richtig toll, sich einfach mal tiefer in so ein Bild reinzubegeben und alles feinsäuberlich herauszuarbeiten. Das ist ja sowieso meins. Oder eben auch mit was Aquarellfarben. Das ist auch eine Möglichkeit. So, und dann habe ich als nächstes Fairy Tale. Das ist ein japanisches Malbuch. Und es ist von der Illustratorin Lemonade, nennt sie sich. Ich spreche es mal sehr englisch aus. Oder versuche es so englisch auszusprechen. Introduction. So, und hier noch ein paar Tipps und Tricks. Und dann sind hier auch die ersten Motive
Genau, hier beginnt das erste Märchen, das ist das Sleeping Beauty. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist auch der Nussknacker dabei und ein Märchen noch. Und die Linien sind relativ hell. Ich hoffe, man kann das gut erkennen hier. Das Schloss ist echt toll. Ist ein schönes Malbuch. Gefällt mir gut. Auch wieder relativ detailliert auch. Dann habe ich als nächstes Mermaids in Paradise von Denise Klette. Und ja, dieses Buch gibt es schon etwas länger. Es stand lange auf meiner Amazon-Wunschliste und nun endlich war es dran und ziert nun auch mein Bücherregal und hoffentlich komme ich auch bald mal dazu, etwas daran zu kolorieren, weil die Motive einfach echt toll sind, sehr fantasievoll, auch sehr niedlich hier mit den Schweinchen zwischendurch. Es geht um Meerjungfrauen, in erster Linie tropische Vögel. Das Papier ist super klasse, es ist dick, es ist nicht zu glatt, es ist einseitig bedruckt, das Malbuch. Also man merkt, dass hier eine Künstlerin die Hände im Spiel hatte. Ne? Denise, die macht ja vor allen Dingen auch viel so Skulpturen. Unter anderem. Also richtig schönes Malbuch. Die Seite finde ich auch so niedlich mit diesen tropischen Vögeln, mit den Eulen. Ich könnte sie auffressen, so niedlich finde ich sie. Hier noch ein paar Meerjungfrauen. Es gibt bereits ein drittes Malbuch, wo vor allen Dingen Gnome im Vordergrund stehen. Das ist auch noch auf meiner Wunschliste und wird definitiv auch noch besorgt bei Gelegenheit. Genau, es ist auch super dick, das Malbuch. Richtig schön. Als nächstes habe ich hier vier Malbücher von Herb Leonhardt. Und ja, ich habe sie so im Bundle auf Etsy bestellt, weil ich ein großer Fan von seinem vorangegangenen Malbuch habe. Ach, wie hieß es noch gleich? Einen Moment, ich kann es euch gleich sagen. Legendniveau, genau, das hatte ich in der Colleen Book Collection 26, habe ich euch das Malbuch vorgestellt. Und ja, Herb ist sehr fantasievoll unterwegs, aber die Figuren selbst sind sehr realistisch gezeichnet. Und ja, die sind für mich definitiv eine Herausforderung, aber schaut euch das mal an, es ist einfach wunderschön, auch dieses ganze Drumherum um die Feen. Ne? Und auch ungewöhnlich, das Motiv ist in diesem Malbuch auf der linken Seite, das Hauptmotiv und ein bisschen Text und ein bisschen Erklärung zu der einzelnen Figur findet man auf der rechten Seite. Das Papier ist nicht ganz, ist relativ dünn, aber es geht noch. Also ich habe schon wesentlich dünneres Papier erlebt. Das ist jetzt nicht so die Artist-Qualität, wie es jetzt bei dem vorangegangenen Malbuch der Fall war. Aber ich denke, man kann hier mit Buntstiften echt toll was gestalten. Als nächstes habe ich hier Fairy Niveau. Und auch hier Feen im Vordergrund. Vor allen Dingen auch jüngere Feen. Diesmal auf
beiden Seiten die Motive bedruckt. Einfach nur phänomenal genial, würde ich sagen. Und dann habe ich hier The Fairy Garden. Das ist persönlich mein liebstes Buch von Herb Leonard, weil es eben sowohl Feen als auch kleine Gnome enthält. Und die Seite finde ich so süß, hier mit den Feen hier oben und wie er da so frech oder etwas irritiert nach oben guckt, ist einfach Hammer. Voll niedlich. Teilweise sind hier jetzt auch Doppelseiten drin. Ach, guck mal hier mit dem kleinen, ist das eine Maus? Eine Ratte? Keine Ahnung, auf jeden Fall total niedlich. Und Pilze. Toll, echt, echt schön. I love it. Und jetzt, last but not least, habe ich hier ein Cinderella-Malbuch in Herbs Stil. Und ja, die Story ist ja mehr oder weniger bekannt, ne? Hier oben steht ein bisschen was zur Story. Und dann ist hier unten immer das eigentliche Motiv, beziehungsweise variiert das auch von Seite zu Seite. Ja. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie immer noch glücklich. So, neu eingetroffen ist bei mir auch Inklings 3 von Tanja Bond. Mag ich euch auch kurz zeigen. Auch dieses Malbuch gibt es schon länger, schon seit 2017. Aber wie gesagt, arbeite mich auf meiner Wunschliste so Stück für Stück voran. Mache hier mal immer die Kamera ein bisschen. So, dann seht ihr das, glaube ich, ein bisschen besser und ich muss nicht so angestrengt versuchen, die Bilder im Fokus zu halten. Wunderschön. Ich habe so, so schön kolorierte Seiten von Tanja, von diesen Malbüchern gesehen, dass man da richtig Lust bekommt, das auch zu probieren. Wobei für mich natürlich Gesichter nach wie vor immer noch eine Herausforderung sind, auch wenn ich sie über alles, auch wenn ich sie total gerne mir ansehe. Und jetzt habe ich was ganz was anderes und zwar ein riesiges, und ich meine wirklich riesiges, Mandala-Malbuch. Und ich selber bin noch gar nicht so zu dem Vergnügen gekommen, mal ein richtiges typisches Mandala zu kolorieren. Aber ich habe da unfassbar Bock drauf. Und als ich dieses Buch gesehen habe, konnte ich nicht dran vorbei, denn es sind wirklich 100 unterschiedliche Mandalas. Ihr seht ja schon, das Buch ist richtig dick. Es ist aus dem Hause Yard Sommer und es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ne? Es sind sehr filigrane Mandalas dabei. Es sind relativ großflächige Mandalas dabei. Also es ist echt toll. Teilweise mit Tieren drin, teilweise sehr floral. Sehr, sehr schön und abwechslungsreich. Gefällt mir ausgesprochen gut, dieses Mandala Coloring Book. Richtig, richtig toll. So, als nächstes habe ich ein Malbuch, was gleichzeitig ein Artbook ist für euch. Und dieses Artbook, Coloring Book, ist wirklich was ganz Besonderes. Es ist richtig, richtig toll und edel aufgemacht. Und zwar ist das Winter von Reefer Lofter. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Erstmal möchte ich euch mal jetzt einmal zeigen, dass hier, seht ihr die Seiten, die sind hier mit Gold
einen Goldrand und ich finde, das sieht so edel aus. Das ist einmal die Rückseite. Ich traue mich fast gar nicht hier so alles rumzufuhr weg, weil es einfach so unfassbar schön ist. So, und weil es sich etwas leichter macht, nehme ich es jetzt mal hier so aus der Hülle raus. Das ist das Artebook. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Kunstwerke von der Künstlerin selbst koloriert und gestaltet. Richtig schön. So, und hier auf der rechten Seite ist ja das eigentliche Coloring Book und ich nehme das hier auch mal einmal raus. Zack. Leg das hier beiseite. Genau, das ist hier in so einem durchsichtigen Umschlag. Das ist die Titelseite. Ups. Hier auf dieser Seite ist ein Inhaltsverzeichnis, welches ich leider nicht verstehe, aber was garantiert den Titel jeder einzelnen Seite beinhaltet. Und dann findet man hier einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite die Motive. Und das Papier ist auch etwas Besonderes, denn es ist, ja, es ist tont. Man kann schon fast sagen, es ist richtig getöntes Papier. Also es ist nicht mehr nur Eierschalenfarben, wie man das so aus den skandinavischen Malbüchern kennt. Es ist schon etwas kräftiger. Und ich finde das auch zur Abwechslung mal toll, weil man hier ganz großartig dann die Highlights setzen kann. Ist das nicht wunderschön? Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, bisher, ich habe mich noch nicht getraut. Ich habe auch zeitlich noch nicht geschafft, aber wunderschöner Schatz. Freue mich, dass es in meiner Sammlung ist. Genau. Und jetzt wird es noch mal niedlich. Und zwar mit Peter Rabbit. Das ist Peter Rabbit's World. Beatrix Potter ist ja die ursprüngliche Illustratorin davon. Und ja, hier habe ich jetzt noch mal ein schönes japanisches Malbuch gefunden und möchte euch das nicht vorenthalten, weil ich ja ein kleiner Peter Rabbit Fan tatsächlich auch bin oder überhaupt so Bunnies und süße Tiere, komme ich da natürlich nicht dran vorbei. Hier vorne finden wir einen Index und dann geht es hier auch schon mit den Motiven los. Ist so, so, so niedlich. Die Seite mag ich auch voll gern, obwohl er gar nicht Peter Rabbit bei ist, aber dennoch. Hey. Und hier hinten sind noch mal ein paar Postkarten, ein paar Motive auf Postkartengröße. Genau. Dann habe ich noch mal ein Märchenmalbuch, World Fairy Tale. Und diesmal ist es illustriert von Katogi Mari. Und dieses Malbuch enthält auch Illustrationen aus Märchen,
ja, rund um die ganze Welt. Ich kenne nicht alle Märchen hiervon oder kann nicht erkennen zu jedem, zu welchem Märchen das gehört. Aber das finde ich jetzt nicht weiter dramatisch, ne? Kann ja auch durchaus sein, dass das die Fantasie noch weiter beflügelt, wenn man nicht immer hundertprozentig weiß, woher das kommt. Oder beziehungsweise um welches Märchen es sich handelt. Schön auch in diesem Malbuch, dass es sowohl Motive gibt, die noch gar keinen Hintergrund haben, als auch Motive, die einen schwarzen Hintergrund haben. Ich finde diesen Mix daraus sehr, sehr angenehm. Und auch hier sind wieder Postkarten am Start, am Ende. Genau. Schönes Malbuch. So, und als nächstes habe ich hier ein richtig dickes und richtig schweres chinesisches Malbuch. Und das heißt auch Chinese Coloring Book. Und leider, ich habe wirklich versucht zu recherchieren, wer der begnadete Illustrator ist, der diese Figuren und dieses Malbuch illustriert hat. Aber ich habe es echt nicht rausbekommen. Und von daher tut es mir leid. Sorry, sorry. Aber ich glaube, wenn ihr auf Etsy nach chinesischen Coloring Book sucht, dann werdet ihr es finden. Ein paar Anleitungen, wie die Motive entstanden sind, und dann geht es hier auch direkt los. Die Motive sind weitestgehend doppelseitig, also auf beiden Seiten, wobei der Hauptteil des Motives meistens auf der rechten Seite liegt. Naja, gut, oder auch nicht. Hier wieder. Auch hier das Papier ist nicht rein weiß, es ist sehr cremig, fühlt sich von der Struktur her sehr angenehm an. Ist etwas rauer wie die Airy-Bücher, also damit könnte man es jetzt nicht vergleichen. Oder sagen wir es mal so, ja, wie gesagt, es ist rauer. Von der Farbgebung her ähnlich. Ja. Schönes, schönes Malbuch. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei chinesische Malbücher für euch. Und zwar ist das Old Wine Painted by Xi Ying. Und das ist einmal Volume 1 und Volume 2. Und ich fange mal mit dem ersten Teil an. Hier möchte ich ganz kurz nochmal auf den Einband eingehen. Das ist etwas ungewöhnlich für den westlichen Raum, sage ich jetzt mal. Wir kennen das so nicht, ne? Bei uns sind die Malbücher immer direkt dran gebunden. Das ist aber kein Fehler oder so. Das ist für chinesische Malbücher völlig normal und sind nicht kaputt. Nicht, dass das irgendjemand denkt, dass da nicht sauber gearbeitet wurde. Das ist einfach so. Genau, und in diesem Malbuch sind die Motive immer auf der rechten Seite. Und hier habe ich schon ganz tolle kolorierte Motive gesehen, vor allen Dingen von Poem auf Instagram. Und ja, super schön. Sehr ausdrucksstark, finde
finde ich die Motive. Ach, und hier sind auch noch ein paar kolorierte Seiten von der Künstlerin selbst. Wunderschön. Toll. Und zu guter Letzt jetzt noch den zweiten Teil. Ist wieder der Index. Also wer auf diese asiatische Kunst steht, den kann ich diese Malbücher wirklich nur ans Herz legen. Schön auch, dass mal ein paar männliche Figuren dabei sind. Ist auch mal was anderes. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß, erstmal bei allem, was ihr so macht, vor allen Dingen natürlich beim Kolorieren, und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.